Moin, liebe Imkerkollegen. Das Fazit, Teil 7. Was ist die beste Beute? Es gibt nicht die beste Beute, sondern nur eure beste Beute. Die Beute, die ihr wählt. Und ihr könnt frei wählen. Aber Punkt 1, es sollte eine Beute sein, die euren Fähigkeiten entspricht. Ihr habt die Verantwortung für die Bienen übernommen. Und diese Verantwortung könnt ihr keinem anderen übertragen. Ihr müsst also erkennen können, ob das Volk krank oder gesund ist. Und das solltet ihr sicher erkennen. Denn ein Volk gibt es nicht. Es gibt immer nur eine Menge an Völkern, die untereinander in Kontakt stehen. Ist euer Volk krank? Krank. Nicht verstorben, sondern nur krank. Kriegen alle anderen Völker das mit, weil sie alle gucken gehen, wie es dem Kranken geht. Nicht um Kondolenzbesuche zu machen, sondern tatsächlich um zu sagen, kann ich nicht ein bisschen von dir noch nehmen. Da sind die Bienen ganz kritisch. Und ihr habt da eine Verpflichtung gegenüber. Auch den anderen Bienenvölkern gegenüber. Den anderen Imkern will ich nichts zu sagen, aber wenn ihr euch ein Bienenvolk in den Garten stellt und eben sagt, Bienen sind euch wichtig, dann sind das nicht nur eure Bienen, sondern auch die umgebenden Bienen interessieren euch. Denn genauso ist es, wenn bei denen etwas nicht stimmt, dann kriegt ihr es ab. Und wenn ihr das dann nicht mitbekommt, dass ein anderer ein Problem hatte, nicht so gut. Deswegen sucht euch eine gute Beute aus. Nach eurem Wissensstand. Ich weiß, dass man immer große Ziele hat und das alles total einfach aussieht. Aber ihr müsst euch hinsetzen und euch wirklich damit auseinandersetzen. Eine Beute hat immer ein Betriebssystem. Mindestens eins, aber meistens mehrere. Diese mehreren Betriebsweisen können unterschiedliche Ziele verfolgen. Dadant ohne Schied ist eine wunderbare Geschichte, die allerdings Probleme aufwirft. Das muss derjenige erfahren, der es halt ausprobiert. Und ich werde es wahrscheinlich erfahren, weil mein Dadant-Volk immer noch nicht geschiedet ist. Das werde ich morgen mal in Angriff nehmen und dann auch berichten. Wenn das schiefgegangen ist, dann stehe ich halt blöd da. Es gibt in Deutschland über 300 verschiedene Beutemaße. Also 300 verschiedene Leute haben Völker beobachtet und haben gesagt, ich kann es besser als der vorherige. Vielleicht haben sie unabhängig voneinander gearbeitet, aber sie haben alle gesagt, die bestehenden Beuten sind Mist. Und genau das passiert immer wieder. Das eigene Betriebssystem, die eigene Beute ist immer das Beste. Aber wir haben unterschiedliche Ziele. Und da komme ich zum Punkt 2. Also nicht nur eure Kenntnisse sind wichtig, wie viel ihr schon über die Bienen wisst, sondern auch, was ihr haben wollt. Wollt ihr Wachs? Wollt ihr Honig haben? Oder wollt ihr ganz frei davon imkern? Was ist wirklich das Beste? Für euch, eure Ziele. Ein Anfänger mit einem neuen Beutesystem nicht den Erfolg hat wie ein Berufsimker, der es ein paar Jahre macht mit Hunderten von Bienenvölkern. Der hat seine kleinen Tricks. Die hat er über Jahre erworben. Und der macht das nicht nach Lehrbuch. Es gibt tolle Lehrbücher. Ich habe euch mal so eine Auswahl mitgebracht. Die sind alle ganz toll und komplex. Ohne Ende Bücher, die alle von der Betriebsweise handeln. Aber alle handeln sie eigentlich nur von den Betriebsweisen dieser Leute, die die Bücher geschrieben haben. Und nicht von eurer Betriebsweise. Ich schwärme immer von meiner Betriebsweise. Aber wenn ich die zeige, kann es passieren, dass ich eigentlich einigen den Spaß nehme. Nämlich ihre eigene Betriebsweise zu entwickeln. Sich Möglichkeiten auszudenken. Einer von euch hat es schon gemacht in den Kommentaren. Und das fand ich total toll, dass er für sich überlegt hat,
Wie kann er was verbessern? Und dass er mal abweicht von den bekannten Wegen. Es ist halt nicht so, dass eine Betriebsweise für jeden passt. Es ist halt so ein bisschen ein Krimi. Man weiß nicht, was rauskommt, weil auch noch das Wetter eine Rolle spielt. Wenn die Trachtsituation blöd ist, da hilft euch auch die beste Betriebsweise nichts. Aber ihr könnt so ein bisschen testen, was für euch und eure Bienen an eurem Standort mit eurer Wetterlage am besten ist. Deswegen kann ich nicht sagen, wer, wo und wie am besten imkert. Das kann aber kein Imker euch abnehmen. Das heißt, das Beste ist vielleicht nicht das Beste für euch. Und ihr als Anfänger habt es besonders schwer. Deswegen kann ich nur empfehlen, geht zu den Vereinen, sucht euch Imker, wo ihr wisst, die arbeiten mit eurer Beute. Und wenn ihr auch weiter fahren müsst dafür, lasst es euch erklären. Imker nehmen sich gerne Zeit, wenn es um ihre Beute, um ihre Betriebsweise geht. Das hier war eine kleine Provokation, weil jetzt ganz viele Neuimker, die seit 2-3 Jahren imkern, plötzlich eine andere Beute brauchen. Ist zwar ganz nett, weil sie merken, dass sie mit einer Beute nicht so, das ist nicht so rund. Aber sie sehen gar nicht, dass es noch andere Betriebsweisen von dieser Beute gibt. Deutsch normal kann man ohne Absperrgitter imkern, kann man mit 2 Bruträumen imkern, kann man mit 1 Brutraum imkern. Man kann auch noch vieles andere machen. Das gleiche gilt für Dadant. Es gibt also nicht nur die Beute, sondern auch das Betriebssystem, was man wechseln kann. Und ihr könnt selber testen, mit welchen Hilfsmitteln ihr arbeitet, ob ihr Absperrgitter benutzt, ob ihr Schiede benutzt und in welcher Art und Weise ihr diese benutzt. Das wird im ersten Jahr nie richtig funktionieren. Wenn, dann habt ihr sehr viel Glück gehabt. Aber es ist spannend zu erleben, wie die Bienen auf bestimmte Hilfsmittel reagieren. Und vielleicht haben euch diese Videos ein bisschen was gebracht, einen kleinen Einblick. Und ich werde euch nochmal als kleines Schmankerl für den Marc eine Beute zeigen, die, wenn sie aus Styropor wäre, meine Traumbeute wäre. Ich weiß nicht, wann ich es schaffen werde, aber darüber können wir dann diskutieren, wie clever die durchdacht ist. Okay, also ich wünsche euch was, lasst es euch gut gehen.